Wir haben 19:30 Uhr. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen heute Abend, auch im Namen der Volkshochschulen Erding und Haching und der Gemeindebibliothek Ismaning. Wir begrüßen den Leiter, Herrn Mörtel, heute Abend ganz herzlich. Unser Gast heute Abend ist Professor Dirk Brockmann, Physiker, Mathematiker. Herr Brockmann hat lange Jahre in den USA an der Northwestern University in Illinois gearbeitet. Aktuell ist er Professor am Institut für theoretische Biologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Sie sind auch Leiter der Projektgruppe computergestützte Epidemiologie am Robert-Koch-Institut. Wir hatten Professor Brockmann schon vor einem Jahr ungefähr eingeladen. Die Veranstaltung wurde dann zweimal abgesagt, musste abgesagt werden. Und das war damals mehr als verständlich, wenn Sie sich so ein bisschen zurückerinnern. Dirk Brockmann war aufgrund seiner wissenschaftlichen Expertise als Komplexitätsforscher maßgeblich an Forschungsarbeiten eben mit zur Corona-Pandemie befasst. Aber eben nicht nur zu den Herausforderungen eines Wissenschaftlers damals hat auch die Politikberatung gezählt und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit ein ganz herausforderndes Thema, das natürlich unfassbar viel Zeit gekostet hat. Wenn man sich allein die Interviews, die Videos, die Einladungen zu entsprechenden Talkshows, die ja eine ganz, ganz wichtige Funktion hatten, um über diese wirklich tiefen, komplexen Probleme einfach auch in Themen zu informieren. Das hat Zeit gekostet, aber es war insgesamt, denke ich, auch kein einfacher Job. Die Bild-Zeitung war es, glaube ich, Herr Bockmann, die Sie damals als knallharten Lockdown-Macher bezeichnet hat. Das ist eine Schlagzeile damals gewesen, die auch zu Beschwerden beim Presserat beigetragen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich einfach auch eine persönliche Belastung darstellt, wenn man mit solcher Etikettierung in der Öffentlichkeit steht. Wenn Sie sich zurückerinnern, für mich war es damals ein neuer Begriff, jedenfalls in dieser Konnotation ist Professor Brockmann mit dem Begriff des Modellierers eingeführt worden als Berufsbild. Ja. Was macht ein Modellierer? Ein Modellierer versucht eben das Zusammenspiel dynamischer Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen, die zusammenhängen, zu analysieren, Regeln dahinter aufzudecken, zu entdecken, und die weitere Entwicklung solcher dynamischer Prozesse zu verstehen. Damals war es eben die Pandemie, auf die sich diese wissenschaftliche Expertise jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung fokussiert hat. Aber dieses ganze Arbeitsgebiet, diese Wissenschaftsdisziplin ist ausgesprochen breit ausgerichtet. Sie ist eigentlich komplett offen. Ja. Es geht um wichtige Fragen des Klimawandels, es geht um die Entstehung von kriegerischen Konflikten, es geht um die Verbreitung von Infektionskrankheiten, es geht um Verkehrsströme, Mobilität generell, es geht um Energienetze, es geht um biologische Vorgänge, Schwarmverhalten von Vögeln. Da gibt es einige schöne Beispiele in dem Buch. Es geht in allen diesen Fällen eben nicht um so diesen engen Expertenblick, der immer weiter versucht, in die Tiefe zu gehen und dadurch zwangsläufig immer kleinteiliger werden muss, sondern es geht eher um die Perspektive des wissenschaftlichen Generalisten. Und wie ertragreich eine solche Perspektive sein kann, hat Professor Brockmann in einem Buch beschrieben. Ich halte es einfach mal kurz hoch, im Wald vor lauter Bäumen unsere komplexe Welt besser verstehen. Und dieses Buch, 2021 erschienen, wie ich finde, eine besonders gut gelungene Form, wissenschaftliche Themen im Allgemeinverständlich und vor allem unterhaltsam und interessant zu entwickeln, ist besonders gut gelungen. Und dieses Buch steht heute eben auch im Vortrag des Vortrags. Ich möchte Professor Brockmann ganz herzlich willkommen heißen, ja, der den ganzen Tag schon hungert und heute Abend diesen Vortrag trotzdem übernommen hat. Besonderen Dank eben für diese physische Leistung auch heute Abend. Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag und auf die Fragerunde danach. Ganz herzlich willkommen hier. Ja, tausend Dank für die super nette Einführung. Ich freue mich, dass ganz besonders, dass es heute endlich klappt. Das ist ja, wie Sie sagten, schon zweimal ausgefallen, was mir sehr unangenehm ist. Aber dass es klappt, ist auch ein Zeichen dafür, dass es jetzt wieder klappen kann, was halt so die letzten Jahre halt nicht so war. Und was das Essen angeht, werde ich mich nach diesem Vortrag mit einem Wie soll ich sagen, belohnen, weil ich tatsächlich heute noch nichts gegessen habe. Ich hoffe, ich stehe das jetzt ganz gut durch. Ich habe meine Wasserflasche hier, Computer läuft und ich freue mich heute ganz riesig auf diesen Vortrag.
Im Wald vor lauter Bäumen, Komplexität und antidisziplinäre Wissenschaft. Da sind so zwei Sachen in dem Titel drin, die sich durch den Vortrag durchziehen werden. Und am Ende, wenn ich Zeit finde, werde ich auch noch ein bisschen was über Kooperation erzählen, weil das ein Thema ist, was mir momentan sehr am Herzen liegt und was ich sehr faszinierend finde. Aber steigen wir doch mal ein. Jetzt muss ich hier mal einmal... Hoppla, das ging schon einen zu weit. Reden wir doch kurz erstmal über Komplexität. Also wenn man das Wort hört, Komplexität, dann denkt man natürlich an komplexe Systeme oder an komplizierte Dinge. Also es gibt so viele Sachen, die kompliziert sind. Also die Kaffeemaschine, ich habe so eine Kaffeemaschine und ich finde sie außerordentlich kompliziert, wenn hier und da was nicht geht. Oder wenn man ein neues Telefon hat, das wieder einrichten und man steigt nicht so richtig durch. Oder ein Flugzeug als technologisches Objekt sehr kompliziert, aber auch Beziehungen können kompliziert sein. Das ist sicherlich sozusagen Teil der täglichen Erfahrung eines jeden, aber das ist nicht das, was man mit komplex meint. Komplex ist eher etwas anderes. Kompliziert sind Dinge, die eigentlich etwas an uns beschreiben, nämlich dass wir etwas nicht verstehen. Das liegt nicht unbedingt an den Dingen selbst. Hier ist mal so ein ganz anderes Beispiel, das kennt auch jeder, ne? Würfel. Das ist eigentlich was ganz Simples. Jeder kennt es, so als Kind lernt man es kennen, man würfelt, um eine Zufallszahl zu machen. Braucht man zum Spielen. Und wenn man jetzt sozusagen diesen Würfel mal so filmen würde, wie er auf den Tisch fällt und man sieht, wie der auf die Ecke stößt und dann die Rotation ändert und rumspringt, in Zeitlupe, dann würde man erkennen, dass diese Bewegung außerordentlich komplex ist. Das heißt, das ist ja, muss ja so sein, sonst könnte man ja vorhersagen, wie der Würfel auf welcher Zahl er landet. Kann man aber nicht. Und das, obwohl sozusagen die Gleichungen, die das beschreiben, ja nicht sehr kompliziert sind. Das ist sozusagen Gravitation, Newton'sche Mechanik, bisschen Reibungslehre und so. Und dennoch ist das Ergebnis unvorhersagbar. Also hat man hier sozusagen eigentlich ein simples physikalisches System und es generiert ganz so ungeheuer so komplexes Verhalten, dass man es gar nicht vorhersagen kann. Ein Beispiel, was ich auch immer ganz gerne zeige, ich hoffe, Sie können das Video sehen. Auf Zoom, ist das sichtbar? Ist sichtbar? Super. Das hier ist ein Pendel. Das ist kein komplexes System. Wenn man so Physik studiert wie ich, dann muss man das am Anfang mal ausrechnen, wie das Pendel funktioniert. Das ist sozusagen alles andere als komplex. Das ist ganz simpel, denn das ist ein reibungsloses Pendel. Man kann die Gleichungen aufschreiben, die sind einfach, man kann sie lösen. Und man kann vor allem, wenn man den Zustand kennt, also den Winkel und die Geschwindigkeit, kann man vorhersagen, beliebig weit in die Zukunft, in welchem Zustand das Pendel dann irgendwann ist. So ähnlich ist es mit der Planetenbewegung. Auch da wissen wir ja zum Beispiel Sonnenfinsternis und so kann man auf Jahrhunderte hin vorhersagen, weil die halt sehr regelmäßig ist und einfach ist. Also wenn sich zwei Massenkörper umeinander bewegen. Wenn man aber das Doppelpendel nimmt und man addiert nur ein zusätzliches Gelenk, sonst bleibt alles gleich, dann werden die Gleichungen leicht komplizierter, aber nicht viel. Und dennoch wird die Bewegung des Doppelpendels unvorhersagbar. Hier sehen Sie so zwei Pendel. Das sind eigentlich genau identische Pendel, die nur mit ganz bisschen veränderter Anfangsbedingung gestartet haben. Und nach kurzer Zeit kann man schon nicht mehr vorhersagen, in welchem Zustand das Pendel ist. Und die Bewegung selbst sieht auch sehr strukturreich aus, obwohl das nicht viel komplizierter ist. Es ist ein zusätzliches Gelenk im einfachen Pendel. Das ist eine Eigenschaft von manchen natürlichen Phänomenen. Das nennt sich deterministisches Chaos. Das ist sozusagen einfache Gleichungen, die dennoch aufgrund ihrer Struktur unvorhersagbar werden. Und im Kern ist das auch der Grund, warum man jetzt zum Beispiel nicht vorhersagen kann, welches Wetter am 16. Juni 2024 sein wird, weil halt die Gesetzmäßigkeiten intrinsisch diese Komplexität haben, obwohl sie ganz einfach aussehen. Es gibt aber auch das umgekehrte Beispiel. Hier ist mal ein Naturphänomen, was eigentlich alle, die es schon mal gesehen haben, fasziniert. Das ist ein Vogelschwarm. Das sind 100.000 Stare oder so, die sich in so einem Kollektiv bewegen. Und das ist nicht nur sozusagen ästhetisch wunderschön, weil es so eine Art Mischung aus gasförmig und flüssig ist, wie sich das da im Himmel formt, sondern es ist auch besonders faszinierend, weil halt diese vielen Individuen, ja, jeder einzelne Vogel ist an sich schon sehr komplexes
komplexer Organismus. Die Physik des Fliegens ist außerordentlich komplex und dennoch kriegen die das hin, nicht zu kollidieren, im Kollektiv zu verharren oder so dynamisch zu verharren. Und das ohne Dirigenten. Das ist nicht so, dass da sozusagen ein Vogel ist, der jetzt sagt, jetzt nach links, jetzt nach rechts. Also es gibt keinen Leader. Das heißt, es ist so kollektives Verhalten, was einfach so entsteht. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie zum Beispiel Edmund Seelis, das Ornithologe Anfang des letzten Jahrhunderts, der hat sich da überlegt, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Weil diese Vögel außerordentlich schnell unterwegs sind und dennoch nicht kollidieren und die Signalverarbeitung außerordentlich schnell passiert. Und er hat überlegt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren mit Nervensystemen, wie er sie kannte, und hat überlegt, dass es eigentlich so eine Art Telepathie geben muss, damit, die dafür sorgt, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Das war also nicht ein wilder Gedanke, sondern ist halt sozusagen im Vereinigten Königreich dieser Zeit war das auch ganz Mode, also an so Telepathie und solche Sachen zu glauben, auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber der hat das sozusagen als Erklärung herangezogen. Aber das ist nicht so. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Das ist also ein sehr schönes kollektives Verhalten. Es gibt in der Natur noch andere Phänomene, die so ähnlich sind. Ich werde jetzt ein paar Beispiele aus der Natur geben und dann auch sozusagen die Brücke schlagen zu uns als Menschen, als gesellschaftliche Individuen. Hier ist mal so ein Tier, das ist ein Glühwürmchen. Diese Glühwürmchenart lebt in Südostasien an den Ufern eines Flusses und die, wenn die Dämmerung einsetzt, dann geben die Männchen so Lichtpulse ab, so mit einer Frequenz von, glaube ich, 3 Hertz, also 3 mal pro Sekunde, feuern die ihren Lichtpuls ab und machen das aber nicht unabhängig voneinander. Hier ist mal so ein Video gezeigt. Am Anfang ist das noch asynchron und dann irgendwann, in relativ kurzer Zeit, feuern viele hunderttausend von diesen Glühwürmchen synchron. Und da ist natürlich die Frage, wie kann das eigentlich passieren und wieso passiert das? Wie kann es sein, dass diese Insekten dann plötzlich synchron diese Lichtpulse abgeben. Ich habe mir sagen lassen, dass das ein wunderbares Naturspektakel ist, wenn man es mal beobachtet, wenn man da mal ist. Also die haben so Touristenboote, die da hinfahren und dann kann man das beobachten, wie sozusagen dann der ganze Wald blinkt, wie so eine Art Silvesterfeuerwerk, nur halt synchron. Also Synchronisation findet hier statt. Das sind so 2 Beispiele aus der Natur, wo sozusagen so emergentes Verhalten passieren kann, in so komplexen Systemen. Aber wir haben natürlich, wenn man mal die Brücke schlägt zu den Problemen, die wir momentan beackern müssen, es mit ganz ungeheuer komplexen Systemen zu tun. Also Klimawandel ist ein System oder politische Polarisierung oder der Biodiversitätsverlust oder eben die Pandemie, womit ich mich die letzten 2 Jahre beschäftigt habe. Und all diese Phänomene, also jedenfalls einige dieser Phänomene, die haben eine Eigenschaft, die sich noch ein wenig unterscheidet von den Vögeln, die schwärmen, oder von dem Doppelpendel oder von dem Glühwürmchen, nämlich, dass sie sozusagen disziplinübergreifend stattfinden. Also der Klimawandel ist ja menschgemacht und ist nicht allein ein meteorologisches Phänomen, sondern eben auch ein gesellschaftliches. Das heißt, was wir darüber lernen, kann unser Verhalten ändern, was das zum Beispiel wieder den Einfluss von uns auf das Klima ändern kann. Genauso ist es mit der Pandemie. Als die ersten Wellen kamen, haben wir reagiert und haben dadurch wieder die Pandemie verändert, was dann wieder unser Verhalten geändert hat. Das heißt, das ist kein allein virologisches Phänomen, sondern eben auch ein Verhaltensphänomen, ein psychologisches Phänomen. Das heißt, wir haben es mit komplexen Phänomenen zu tun, die sich nicht alleine mehr in einer traditionellen Disziplin verorten lassen. Dazu auch gleich noch etwas mehr. Und dann kommt es noch hinzu, dass viele dieser Krisen, die wir so haben, auch noch zusammenhängen in so einer Art Netzwerk. Das heißt, die haben auch noch Einfluss aufeinander. Und man kann eigentlich aufgeben, wenn man das sozusagen in Gänze verstehen wollte, könnte man meinen. Aber gegebenenfalls, und das ist sozusagen mein Credo, bietet die Komplexitätswissenschaft Ansätze, die so ein bisschen senkrecht auf den traditionellen Disziplinen oder Vorgängen oder Strategien stehen. Und vielleicht dabei helfen können, etwas besser das alles zu verstehen. Ich gehe nochmal zurück. Und
um jetzt sozusagen die Schlüsselelemente der Komplexitätswissenschaft mal darzulegen, will ich eigentlich mit diesem Zitat eröffnen von Stephen Hawking, der jetzt verstorben ist vor ein paar Jahren. Einer der renommiertesten Physiker des 20. Jahrhunderts, der hat zur Jahrtausendwende ein Interview gegeben. Und da wurde er gefragt, Physik war ja nun die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts mit all diesen Entdeckungen, Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie, Kosmologie und so weiter, was die ganzen Entdeckungen, die gemacht, außerordentlich erfolgreich gemacht worden sind. Und er wurde gefragt, was ist denn jetzt sozusagen die Wissenschaft des nächsten Jahrhunderts? Und dann hat er gesagt, ich glaube, dass dieses nächste Jahrhundert wird das Jahrhundert der Komplexität. Und das hat er nicht ohne Grund gesagt, sondern was er meinte ist, dass mit den Technologien, die heute dann in diesem Jahrhundert zur Verfügung stehen werden, also sprich leistungsfähige Computer, Visualisierungstechnologien und Krisen, die halt jenseits der traditionellen Disziplinen liegen oder sie verschränken miteinander, das wird sozusagen im Fokus liegen und so ein bisschen sieht man diese Entwicklung tatsächlich auch stattfinden. Was ist denn jetzt eigentlich Komplexität? Also wenn man das erklärt als Wissenschaft, das ist eigentlich eine Wissenschaft, ein Wissenschaftsgebiet, aber eins ohne Ränder. Es ist ein vernetzendes Wissenschaftsgebiet, was also zum Ziel hat, traditionell disjunkte Gebiete zu verknüpfen. Also zum Beispiel die Frage zu stellen, was könnten Gemeinsamkeiten sein zwischen ökonomischen Systemen, zum Beispiel dem Netzwerk von Investmentbanken und ökologischen Netzwerken wie so Food Webs heißt das auf Englisch, also sozusagen Wechselwirkungsnetzwerke in Ökosystemen. Oder was könnte die Verbindung sein zwischen Evolutionstheorie und Linguistik? Also man versucht in der Komplexitätswissenschaft, sich auf Phänomene zu konzentrieren, deren Essenz man rauszieht, um dann zu überlegen, ob ähnliche oder verwandte Phänomene in ganz disjunkten, völlig traditionell verschiedenen Gebieten stattfinden. Und wenn man das nämlich schafft, dann hat man so universelle Gesetzmäßigkeiten gefunden und Wege gefunden, wie eine Disziplin von einer anderen lernen kann. Das ist sozusagen der Wesenskern. Das ist eigentlich so, die Leute, die sich in der Komplexitätswissenschaft austoben, wie ich, sind quasi so Misfits. Die haben keine Tradition oder kein Gebiet, in dem sie sitzen, sondern sind eher so wissenschaftliche Nomaden. Viele sehr bekannte Komplexitätswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in Sozialwissenschaften publiziert, in Ökologie und in Ökonomie und in vielen anderen Gebieten. Einfach da, wo sich interessante Fragen auftun. Nur mal so ein Beispiel, was man da machen könnte. Hier sind mal so zwei Skizzen. Das linke ist eine Skizze eines Baums. Also so sehen halt Bäume aus, ne? Sie sind so verästelt, nicht nur über der Erde, das, was wir sehen, sondern auch unter der Erde. Und das ist ja eine sehr generische Eigenschaft von Bäumen. Die sehen zwar alle unterschiedlich aus, aber wenn man mal so ein Kind fragt, mal doch mal einen Baum, dann wird ein Kind so eine verästelte Struktur malen, weil es einfach ein universelles Merkmal von Bäumen ist. Und wenn man jetzt, wie diese drei Herren hier, das sind Informatiker gewesen, die für mich eine ganz tolle Visualisierung gemacht haben, die haben einfach die europäische Straßenkarte genommen und haben mal, diesem Spruch folgend, alle Wege führen nach Rom, haben tatsächlich mal auf diesem Netzwerk alle Wege nach Rom aufgezeichnet. Und dann kriegt man dieses geäderte System von Straßen. Und das sieht ja so ähnlich aus. Und dann kann man sich fragen, wieso ist das eigentlich so? Weil Straßen haben nichts mit Bäumen zu tun. Das kann man beantworten, indem man zum Beispiel bei den Bäumen fragt, wie kann mit einem bestimmten Material, also dem Materialbaum, möglichst viel Oberfläche generiert werden. Dann, wenn man das optimiert, kriegt man so eine verästelte fraktale Struktur. Genauso ist es mit einem Straßennetz, was man irgendwie auf eine Fläche legt. Straßen sind ja im Wesentlichen Linien. Und wenn man das möglichst effizient abdecken möchte, kriegt man dann eben auch so eine verästelte Struktur. Das heißt, das hat was mit Optimierung zu tun. Optimierung einer Größe und einer Limitierung einer anderen Größe, dann kriegt man sehr oft diese Strukturen. Und dann hat man sozusagen eine Brücke geschlagen.
Es gibt aber auch ein wesentlich anderes Element, was in der Komplexitätswissenschaft sehr wichtig ist. Und das ist, wird ausgedrückt in diesen beiden Zitaten von Richard Feynman, Nobelpreisträger 1965, Physik, der nicht nur die Quantenelektrodynamik erfunden hat, sondern auch ein außerordentlich talentierter Didakt war. Dessen Vorlesungen sind berühmt, weil der halt sehr einfach, sehr komplexe Dinge darstellen konnte. Und er ist aber auch bekannt für seine Sprüche und er hat so ein paar Sachen gesagt, die bei mir hängen geblieben sind. Zum Beispiel dieses erste Zitat, Science is the belief in the ignorance of experts. Das klingt erstmal ein bisschen arrogant, aber im Wesentlichen ist Wissenschaft, also in dem Begriff Wissen schaffen, steckt ja drin, dass sozusagen man neues Wissen schafft und auch immer die Einstellung hat, dass man unwissend ist. Also das Explorative ist da ganz stark, kommt da ganz stark zum Ausdruck. Das heißt, sozusagen auch der Glaube daran, dass vielleicht die etablierten Dinge falsch liegen. Das ist also ein Wesensmerkmal der Komplexitätseigenschaft. Und bei Richard Feynman war es halt Wissenschaft an sich, die so operieren sollte und unterstreicht das Explorative, also nicht das Expertentum, dass man sozusagen durch die Gegend läuft und verkündet, was man alles weiß, sondern die Neugier. Also die Gier nach Neuem. Und das kommt da drin sehr gut raus. Und er hat auch gesagt, if you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass man eigentlich immer Situationen suchen sollte, in denen man unwissend ist. Also in denen man lernt, in denen man zuhört, was andere zu berichten haben. Weil wenn man die schlauste Person im Raum ist, dann hat man eigentlich gar nichts davon, außer sozusagen das Ego zu streicheln und zu verkünden, was man alles weiß. Also der war einfach ein sehr neugieriger Mensch und hat diese neugierigen, explorativen Elemente sehr stark in diesen Zitaten zum Ausdruck gebracht. Und das muss in der Komplexitätswissenschaft auch so passieren, weil man ja immer wieder in neue Bereiche reingeht mit Kenntnissen, die man irgendwo anders gewonnen hat. Und dann muss man erstmal schauen, wie funktioniert das da? Was sind da die interessanten Fragen? Gegebenenfalls auch die großen Fragen, die Expertinnen und Experten schon lange nicht mehr stellen, weil sie sozusagen abgelenkt sind vom Detail. Er hat auch gesagt, Physics is to math, what sex is to masturbation. Als Physiker kann man sowas sagen, das wollte ich hier nochmal kurz erwähnen, was ich sehr lustig finde. Hoffentlich sind nicht so viele Mathematiker im Publikum. Das ist schon ein bisschen borniert, aber es ist auch was dran. Was ist denn jetzt eigentlich so das Wesensmerkmal? Das kam in der Einleitung von Ihnen schon raus. Also wenn man denn so ein Phänomen hat, was so viele Ebenen hat und so viele Aspekte, wie kann man das denn eigentlich bearbeiten? Und so der klassische Reduktionismus, der teilt es einfach in Teile, die voneinander getrennt sind. Und dann gucken die jeweiligen Expertinnen und Experten einen Teil an mit einem ungeheuer tiefen Fachwissen. Das ist sicherlich sinnvoll, aber es ist nicht der einzige Weg, sowas anzugucken. Man kann auch anders Reduktionismus betreiben. Das ist so ein bisschen ausgeliehen aus der Physik, dass man versucht, nicht das in einzelne Teile zu zerlegen, sondern zu zerlegen in das, was wesentlich ist und das, was vernachlässigbar ist. Irgendjemand hat mal gesagt, theoretische Physik ist die Kunst des Vernachlässigens. Das heißt, dass man reingeht und versucht, das zu trennen, was essentiell ist, wie beim Baum die verästelte Struktur und das, was nicht so essentiell ist, wie viele Blätter der Baum hat zum Beispiel. Ja, dann kommt man vielleicht, im Prinzip ist das was sehr Kindliches, weil man sozusagen aus seiner Figur, aus seinem Menschen dann so ein Strichmännchen malt, was aber, wenn man es sieht, sofort würde man denken, das ist ein Mensch. Oder das ist mein Lieblingsbeispiel, das zeige ich mal meinen Studierenden. Wenn man ein Modell macht von einem Gesicht, reicht es eben aus, ein Smiley-Face zu machen, wie wir das auch auf den Handys machen. Und jedes zweijährige Kind entdeckt sofort Gesicht. Man muss die Ohren nicht dran malen, auch die Augenbrauen nicht, die Nase auch nicht und so weiter. Das ist natürlich jetzt ein triviales Beispiel, aber es ist wichtig, das zu verstehen, weil das, was man weglassen kann, kann man dann erstmal weglassen, um das Ganze zu verstehen. Das ist eigentlich ein Prozess, der auch in der Kunst, das schlägt so die Brücke zur Kunst auch, also was Modellieren angeht. Modellieren gibt es ja auch in der Kunst und es gibt es aber auch sozusagen in der Wissenschaft. Das funktioniert nach ganz ähnlichen Prozessen. Das hier ist eine berühmte Skizze von Picasso, der Stier.
wo Picasso halt probiert hat, rauszukriegen, was ist eigentlich die Essenz von Stier. Das kann man nicht aufschreiben mit Worten. Das kann man auch nicht beschreiben. Das kann man nur künstlerisch erfahren und versuchen zu entdecken. Und das hat er in diesen Skizzen probiert. Das heißt, jede dieser Skizzen, man sieht sofort, sind Stier, sind aber alle sehr abstrakt und so. Und dann selbst ganz rechts in der Mitte, das sieht aus wie ein Stier. Also das ist jedenfalls die Assoziation, die man hat. Und so ein bisschen funktioniert diese Art von Reduktionismus auch oder Abstraktion in der Komplexität. Ich will das mal an diesem Schwarmbeispiel erläutern. Also jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, zu verstehen, wie so ein Schwarm funktioniert. Und man könnte überlegen, was sind denn die Grundregeln, nach denen diese schwärmenden Teilchen da oder Vögel sich bewegen? Naja, es könnte so drei Grundregeln geben. Die zwei in Schwarz, die ich da oben hingeschrieben habe, die erste ist erstmal irgendwie plausibel, dass die versuchen, sich aus dem Weg zu fliegen, ist irgendwie klar, weil sie sonst ja kollidieren würden. Also wenn sich zwei aufeinander bewegen, dann werden die wahrscheinlich sich ausweichen. Das zweite ist, das ist sicherlich auch Sinn der Sache, dass man sich nicht als Individuum so weit von der Gruppe entfernt. Und diese alleine reichen noch nicht aus. Was wichtig ist, ist die dritte Regel, nämlich, dass man probiert, in etwa in die Richtung zu fliegen, in der die unmittelbaren Nachbarn fliegen. Also so eine Art, ich mache das, was die um mich herum tun. Wenn man diese drei Regeln zusammenpackt, und dann das in einem Computer simuliert, das zeige ich mal hier, das sind so eine Art Kaulquappen, weil es bei Fischen funktioniert, aber auch bei Vögeln. Momentan bewegen die sich noch völlig chaotisch, machen so eine Art Zufallsbewegung, ändern ihre Richtung ab und zu und folgen keinen Regeln. Und jetzt gleich schalte ich diese Regeln an, nämlich jetzt. Das heißt, sie versuchen einer Kollision aus dem Weg zu gehen. Das sieht man hier nicht so, die sind so ein bisschen überlappend, aber tatsächlich findet auch keine Kollision statt. Und sie fliegen in etwa in die gleiche Richtung ihrer Nachbarn und sie versuchen, die Gruppe nicht zu verlassen. Und schon sieht man, dass sich so Schwarmverhalten zeigt. Und tatsächlich ist es so, dass allein mit diesen Regeln bei Fischen und auch bei Insekten und auch bei Vögeln sich experimentell nur drei Schwarmformen einstellen. Nämlich einmal, dass sie so in etwa in die gleiche Richtung fliegen oder wie so ein Mückenschwarm diffus zusammenkleben oder halt diese Vortex-Bewegungen, die man, diese Kreisbewegungen, die man auch insbesondere bei Fischschwärmen sieht. Und bisher hat man noch keine anderen Schwarmformationen so im Kollektiv gefunden. Und genau diese Schwarmformationen kann man auch mit diesem Modell reproduzieren. Das heißt, hier hat man die Essenz dieser des Schwarmverhaltens rausgefunden, völlig unabhängig davon, ob es Heringe sind oder Stare. Oder Mücken. Das ist sozusagen der Wert. Das heißt, man hat sozusagen das Wichtige vom Unwichtigen getrennt und hat gefunden, was sozusagen die fundamentalen Regeln des Schwarmverhaltens sind. Witzigerweise funktioniert das auch mit Menschen. Also Wissenschaftler hier in Berlin, Jens Krause und ein paar andere, die haben einfach mal das Experiment gemacht und haben 100 Leute in eine Turnhalle gestellt oder in irgendeine Halle und haben gesagt, geht ihr einfach mal jetzt los mit eurer normalen Ganggeschwindigkeit und versucht euch nicht von der Masse zu entfernen, aber versucht auch nicht zu kollidieren. Und relativ schnell mit diesen beiden Regeln haben sich diese Vortex-Zustände eingestellt. Das heißt, die Menschen sind irgendwann nach einer bestimmten Zeit immer im Kreis gelaufen, oftmals gegenläufige Kreise. Obwohl man ihnen nicht gesagt hat, sie sollen in etwa in die gleiche Richtung marschieren wie ihre Nachbarn, das haben sie völlig von alleine gemacht. Das heißt, völlig unbewusst machen wir das auch, was die Vögel und die Fische machen. Man kann das auch in Fußgängerbewegungen sehen. Hier ist eine Variante dieses Modells, in der jetzt Leute in eine Richtung marschieren und Leute in die andere Richtung. Das sind sozusagen Computersimulationen. Und das Einzige, was sie machen, ist, sie weichen sich aus. Manchmal kollidieren sie so ein bisschen und orientieren sich neu. Und völlig automatisch, also ohne dass das irgendjemand sagt, entstehen so Spuren, in denen die Menschen in eine Richtung laufen. Was man auch bei Ameisenstraßen beobachtet. Das hat also keiner reingesteckt. Und wenn man dann sozusagen den Raum etwas verengt an der Ecke, dann sieht man auch etwas, das nennt sich Crowd Turbulence. Das passiert, wenn Menschen zu eng da in dieser Strömung verharren. Dann gibt es halt so einen Stau und alles wackelt so ein bisschen rum. Also auch Fußgängerströme lassen sich mit solchen einfachen Modellen sehr gut beschreiben. Oder noch ein anderes Beispiel, was wieder mit uns was zu tun hat, das ist ein Experiment. Ich glaube, in Japan wurde das gemacht. Da wurden einfach Autos im Kreis aufgestellt. Die Leute, die gefahren haben, sollten einfach nur fahren. Langsam. Und
egal was man macht, wenn die Autodichte zu groß ist, bilden sich solche Phantomstaus. Das heißt, man muss abbremsen, dann muss der hinter einem wieder abbremsen und dann bildet sich ein Phantomstau, der in die umgekehrte Richtung sich fortpflanzt. Und wir kennen das ja alle, wenn auf der Autobahn viel Verkehr ist, dann gibt es manchmal Staus und man fragt sich, was war denn jetzt eigentlich? Und der löst sich dann von alleine wieder auf. Das sind dann halt solche Phantomstaus, die alleine dadurch stattfinden, dass die Dichte hoch ist und das ist ganz wichtig, die Geschwindigkeitsvariabilität. Das kann man auch in der Simulation machen. Hier ist mal so eine, die ich gemacht habe, wo halt Autos auf zwei Spuren unterwegs sind und immer im Kreis fahren. Das ist jetzt kein Kreis, das ist nur so eine Straße, damit halt viel Straße hier in die Ebene passt. Und die Variabilität der Autos ist hoch. Das heißt, manche wollen schnell fahren, manche wollen langsam fahren. Und wenn diese Variabilität hoch ist, dann bilden sich automatisch diese Phantomstaus, die man jetzt unten rechts sieht und oben. Und selbst wenn man dann sagt, alle sollen es mit der gleichen Geschwindigkeit fahren, dann lösen sich diese Staus nicht auf. Das ist ein Grund, warum Verkehrsforscher ja für eine Geschwindigkeitsbegrenzung sind, weil dann alle mit uniformer Geschwindigkeit fahren und dann eine viel höhere Verkehrsdichte auf den Straßen existieren könnte. Aber das hat sich sozusagen bis ins Verkehrsministerium noch nicht durchdiffundiert dahin. Die wissen das nicht, obwohl das halt schon seit 30 Jahren bekannt ist. Und dann gibt es andere Beispiele. Covid will ich kurz erwähnen. Wir hatten ja sozusagen immer diese Wellen in der Covid-Pandemie. Das ist eine relativ alte Abbildung, die geht nur bis zum 30.10.2020, also die ersten zwei Welle und den Anfang von der dritten Welle. Das ging ja in allen Ländern immer so auf und ab. Und da fragt man sich, ja, was war denn jetzt in Deutschland anders, in Spanien, Portugal und in skandinavischen Ländern und so weiter. Dieses Auf und Ab hat halt daran gelegen, dass es ja auch so einen Feedback-Mechanismus gab. Ne? Das Virus hat sich ausgebreitet, gerade als es noch keine Impfung gab. Und dann haben wir plötzlich Angst gekriegt und haben uns anders verhalten. Wir haben Masken getragen, sind nicht rausgegangen, sind in keine öffentlichen Gebäude gegangen und so weiter. Das hat wieder die Virusausbreitung verringert und dann ging die Welle wieder runter. Dann war die Konzentration, also diese Inzidenz wieder unten und dann haben wir uns wieder freier bewegt. Dann konnte sich das Virus wieder ausbreiten, insbesondere wenn eine neue Variante da war. Und dann kamen wieder unsere Maßnahmen. So ging das immer auf und ab. Das hat dazu geführt, dass quasi in allen Ländern, mit ein paar Ausnahmen, dieser R-Wert, der immer in den Nachrichten war, immer sich so um die 1 eingependelt hat. Das war ja genau der kritische Wert. Wenn der R-Wert größer war als 1, dann sind die Fallzahlen hochgegangen. War er niedriger, sind die Fallzahlen runtergegangen. Und dieses Auf und Ab unserer Response, also unserer Antwort auf die Ausbreitung, hat eben dazu geführt, dass sich dieser R-Wert genau quasi an diesem kritischen Punkt immer aufgehalten hat. Immer wenn er drunter war, haben wir wieder locker gelebt und dann ist er wieder hochgegangen, dann waren wir wieder vorsichtig. Völlig unabhängig davon, welche Maßnahmen, welche Prozesse eingesetzt worden sind, welche politischen Systeme geherrscht haben. Worauf es ankam, ist, wie häufig der über R war und wie häufig er drunter war. Das hat letztendlich den Ausschlag gegeben, wie stark die Pandemie sich ausgebreitet hat in den verschiedenen Ländern. Ein wichtiger Aspekt der Komplexitätsforschung ist auch noch, dass es auch gewisse Nachteile vom Expertentum gibt, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Wenn man ein komplexes Phänomen hat, was aus vielen Teilen besteht, und dann gibt es Expertinnen und Experten, die sozusagen einen Teil besonders gut verstehen, dann liegt es in der Natur der Sache, dass in deren Köpfen ihr Phänomen außerordentlich wichtig als Teil des Gesamten ist. So dass halt, was weiß ich, Leute, die sich mit Augen beschäftigen, halt vielleicht die Karikatur da oben rechts sehen und denken, das ist ein Gesicht. Oder die Leute, die sich mit Nasen beschäftigen, sehen halt das unten links und die sich mit Mund beschäftigen, sehen das unten rechts. Das heißt, Expertentum, wenn man nicht aufpasst, führt auch immer zur karikaturesken Wahrnehmung eines komplexen Phänomens. Weshalb beispielsweise bei der Pandemie die Virologen da denken, es ist ein rein virologisches Phänomen oder die Mediziner denken, es ist ein rein medizinisches Phänomen oder die Verhaltenspsychologen denken, und das auch zu Recht, dass es vornehmlich ein verhaltenspsychologisches Phänomen ist. Und die Ökonomen denken, das ist eigentlich nur ein ökonomisches Problem und so weiter. Das heißt, ein Element der Komplexitätsforschung ist auch immer sozusagen die anderen anzuhören und deren Perspektive einzunehmen, um dann was Neues zu lernen.
viele dieser Karikaturen sind dann irgendwann dann auch mal in unseren Köpfen gelandet. Und es ist wichtig, halt auch wieder sozusagen alles mal aus der Vogelperspektive anzugucken. Insbesondere, wenn es um solche Karikaturen oder wichtige Phänomene geht. Zum Beispiel die Artenvielfalt, also unsere Biodiversitätskrise. Da sieht man halt oft dieses Diagramm da links. Also man schaut sich an, wie die Amphibien runtergehen und die Säugetiere und die Vögel und die Reptilien und die Fische, weil es halt Tiere sind. Erstmal sind es Tiere. Also mit denen können wir uns schon mal besser identifizieren. Und dann sind es Tiere, die wir uns auch vorstellen können und mit denen wir, die mit uns was gemeinsam haben. Ne? Das sind zum Beispiel alles Wirbeltiere. Und die interessieren uns. Aber wenn man mal die Artenvielfalt anguckt, dieser Tiere, also von Pflanzen, Tieren und Pilzen, ist sie im Prinzip vernachlässigbar im Vergleich zu der Artenvielfalt der Bakterien, über die niemand spricht. Außer wenn sie halt Erreger sind und irgendwie krank machen. Und die müssen wir im Auge haben. Also über die Artenvielfalt der Bakterien, wenn da etwas passiert, gerade bei marinen Mikroorganismen, dann haben wir wirklich ein Problem. Ich will das nur mal an einem Beispiel, meinem Lieblingsorganismus, klar machen. Das ist ein Cyanobakterium, heißt Prochlorococcus. Das ist deshalb interessant, weil es ein Bakterium ist, was Photosynthese macht. Es gibt viel. Cyanobakterien sind halt Bakterien, die Photosynthese betreiben. Dieses Ding wurde aber erst, dieser Organismus wurde erst 1986 entdeckt. Das ist relativ spät. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass es die individuenreichste Art überhaupt ist auf der ganzen Welt. Es gibt keine Art, von der es mehr Individuen gibt. Sie sind sehr klein und leben sozusagen an der Wasseroberfläche und man geht davon aus, dass es keine individuenreichere Art gibt. Das wissen die wenigsten und es ist ja auch noch nicht so lange bekannt. Aber was noch viel wichtiger ist, dieser Organismus alleine ist verantwortlich für etwa 13 bis etwa 50% des atmosphärischen Sauerstoffs. Das heißt, wenn dieser Art etwas geschieht, dann ist Ende Gelände. Und die wenigsten Leute wissen, wie wichtig diese kleine Cyanobakterienart ist für das Überleben nicht nur der Menschen, sondern der gesamten Biosphäre, weil sie halt enorm viel Sauerstoff produzieren. Das nur mal, um das Bild zurechtzurücken, was manche Bakterien, in diesem Fall Cyanobakterien, für uns tun. Wir haben ja generell, wenn wir solche Bilder sehen von Bakterien und Viren, eher so ein negatives Gefühl. Und das ist halt auch eine Karikatur in unseren Köpfen, die historisch bedingt darauf zurückgeht, dass sozusagen Robert Koch, der ja gefunden hat, dass einige Bakterien Auslöser von Infektionskrankheiten sind, sehr stark auf diese Hygieneschiene gesetzt hat und zu dieser Assoziation Bakterien gleich böse gesetzt hat. Und das zieht sich immer noch, gerade auch im medizinischen Bereich, ist das sehr stark in den Köpfen verankert. Und das ist einfach falsch. Wenn man nämlich mal guckt, wie viele Bakterienarten tatsächlich pathogen sind und welche nicht pathogen sind, so sind pathogene Bakterienarten praktisch vernachlässigbar. Die meisten Bakterienarten, die es gibt, sind entweder nicht pathogen oder sie sind sogar gut. Das heißt, die meisten Tiere, Pflanzen und auch wir Menschen können ohne diese Bakterien überhaupt gar nicht existieren. Wir würden krank und wir würden nicht überleben. Und das ist sozusagen das, was generisch ist. Und das bringt mich zu einem anderen Thema, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich dieser verzerrten Wahrnehmung des Wettstreits, Wachstum und Konflikt eigentlich das zentrale Element der Evolutionsbiologie sind. Also die Großen fressen die Kleinen und so weiter. Wir wissen, wir kennen den Satz Survival of the Fittest. Und ganz viele ökonomische Ideen sind wachstumsbasiert und Wettstreit orientiert. Und es glauben ganz viele, zum Beispiel der Herr Lindner von der FDP glaubt das auch, dass sozusagen Wettstreit das alleinige Mechanismus zur Innovation ist. Und viele der Leute, das mag alles so sein, darüber kann man viel streiten, leiten diese Dinge oder behaupten, dass sie sozusagen diese Ideen letztendlich aus natürlichen Systemen ableiten. Und natürlich findet sowas statt, aber diese
Ideen, also wenn man jetzt eine Tierdoku sieht und das Krokodil frisst das Gnu, beziehen sich typischerweise auf Organismen, die wir sehen, mit denen wir uns auch identifizieren können. Das Krokodil und das Gnu und die Ziege und der Elefant, das sind alles so Tiere oder der Salamander, mit die wir fühlen können. In Wirklichkeit ist es aber so, dass gerade im mikroskopischen oder mikrobiologischen Bereich ganz viel kooperiert wird. Es ist auch so, dass zum Beispiel dieser Satz Survival of the Fittest gar nicht von Darwin kommt ursprünglich, sondern von Spencer, der war ein Sozialwissenschaftler und der hat sozusagen im viktorianischen England natürlich, da war sozusagen Vereinigte Königreich, hat die Hälfte der Welt besessen und da war sozusagen dieses Imperialistische natürlich en vogue, hat das sozusagen in den Sozialdarwinismus übertragen, was natürlich dann letztendlich historisch gesehen zu gigantischen Katastrophen gesellschaftlichen geführt hat. Aber es hat natürlich in die Idee gepasst, dass sozusagen die Starken sich durchsetzen und gerade ganz viele dieser frühen Neodarwinisten waren auch ganz krasse Sozialdarwinisten und haben halt überlegt, dass sozusagen man die Menschen züchten müsste und so weiter. Gerade auch zum Beispiel der Erfinder der quantitativen Statistik war auch so einer. Also da gab es viele davon. Die Übersetzung aus der Fehlinterpretation des Darwinismus, der aber sich tatsächlich auch nur abgeleitet hat aus der Beobachtung großer Organismen. Das ändert sich jetzt so ein bisschen und es gab einige Pioniere, die da so die Speerspitzen waren. Eine davon war Lynn Margulis, eine Evolutionsbiologin, die vor rund 10 Jahren gestorben ist, die ganz, ganz wichtige Entdeckungen gemacht haben, insbesondere was den Ursprung der höheren Organismen angeht, Eukaryoten, also Pflanzen, Tieren und Pilzen. Da hat die eine Hypothese aufgestellt, die alle ihr nicht geglaubt haben, denn sie hat gesagt, das ist mal aus Bakterien entstanden, weil ein Bakterium ein anderes gefressen hat. Ganz ist das nicht, aber so ungefähr. Und dann hat es das nicht verdaut, sondern die waren dann sozusagen kollektiv unterwegs. Und das hat man dann auch nachgewiesen, dass das mehrfach in der Evolution stattgefunden hat, dass Organismen sich zusammengeschlossen haben. Und diese Idee der Holobionten setzt sich jetzt so ein bisschen durch, einfach aus der empirischen Beobachtung, dass es kein einziges Tier, keine einzige Pflanze und keinen einzigen Pilz gibt, der nicht in einer symbiotischen Beziehung zu einigen, wenn nicht hunderten, wenn nicht tausenden Arten von Mikroorganismen steht. Und das war auch noch nie so, seit es höhere Organismen gibt. Das heißt, das kooperative Element mit Mikroorganismen ist notwendig für die Existenz höherer Organismen. Und was Lynn Margulis entdeckt hat, oder was sie erstmal aufgestellt hat, die Hypothese, ist, dass durch neue Kooperation sehr verschiedener Dinge Evolution Innovation macht. Es ist nicht das graduelle Besserwerden durch Wettstreit, sondern es sind die neuen Verbindungen, die geschaffen werden. Das geht ganz oft schief, aber ab und zu geht es gut. Und dann ist was Neues erfunden worden. Und deshalb hat sie gesagt, life did not take over the world by combat, but by networking. Also es sind die Beziehungen, die neu geschaffen werden zwischen Dingen. Das ist dann so ein bisschen wieder verwandt mit der Komplexitätswissenschaft, die was Verbindendes hat, die zu Innovation in der Natur geführt hat. Und das ist nicht nur eine Behauptung, sondern da gibt es interessante Beispiele. Das kann ich mal hier überspringen. Ein uraltes Beispiel sind Flechten. Flechten, die man so auf Stein sieht, das sind in Wirklichkeit eine Kooperation zwischen Pilzen und Algen, die auch einzeln sehr oft existieren können als individuelle Organismen, aber in Flechten arbeiten sie zusammen. Der Pilz, der versorgt die Algen und die Alge versorgt den Pilz mit Energie. Und das gibt es schon seit vielen 100 Millionen Jahren, diesen Zusammenschluss zwischen Pilzen. Und man glaubt, es gibt jedenfalls Evidenz dafür, dass sozusagen die Landpflanzen nur über diesen Weg aus dem Wasser gekommen sind, weil die Pilze ihnen quasi geholfen haben, erstmal auf die Beine zu kommen, um an Land zu existieren. Und jetzt habe ich hier was übersprungen. Ach genau. Ja, das kann ich mal überspringen. Es gibt da eine ganz interessante, kann ich jedem empfehlen, eine ganz, ganz interessante Diskussion zwischen Richard Dawkins, einem sehr berühmten Verfechter des Neodarwinismus, Selfish Gene hat er geschrieben und so weiter, und Lynn Margulis, die so ein bisschen Konkurrenten waren in der Art und Weise, wie sie Natur interpretiert haben.
Und ich finde es sehr bezeichnend, eine Stelle dieser Diskussion, die die beiden geführt haben, da fragt Dawkins, der ein hervorragender Wissenschaftler ist und auch sehr charismatisch, er fragt sie, warum musst du denn unbedingt Symbiose rein in die Evolution ziehen? Das ist doch so kompliziert. Und Lynn Margulis hat nur gesagt, weil sie da ist. Also da ist sozusagen der Theoretiker, der die Natur gerne sozusagen in die Theorie reinquetschen würde und alles vernachlässigt, was nicht reinpasst. Und da ist die Frau, die einfach nur guckt, was da ist und sagt, es ist einfach da. Wir müssen sozusagen die Theorie anpassen an das, was da ist und nicht die Sachen so auswählen, dass sie in unsere schöne, einfache Theorie passen. Hier ist noch das Beispiel, was ich zeigen wollte. Es gibt, das soll ein Floh sein, den ich gezeigt habe, also eine Blattlaus, sorry, nicht kein Floh, Blattlaus. Diese Blattläuse sind interessante Tiere, die leben ja, sind ja sozusagen, wir denken, das sind, die fressen unsere Pflanzen auf und so weiter und das sind ja auch Schädlinge. Aber wenn man sie gern hat, dann kann man da reingucken in so eine Blattlaus. Und was man da findet, ist in der Blattlaus, die sind ja schon sehr klein, die haben so Zellen in sich. Und in diesen Zellen sind Bakterien. Und diese Blattlaus braucht diese Bakterien in ihren Zellen, damit sie überhaupt das verdauen kann, was die Blattlaus frisst, nämlich den Saft von Pflanzen. Und diese Symbiose gibt es schon seit etwa 160 bis 280 Millionen Jahren in Blattläusen. Das heißt, das ist irgendwann mal passiert, dass eine Blattlaus sich infiziert hat mit so einem Bakterium und das Bakterium ist in der Blattlaus gewachsen und es wurde an die Nachkommen weitergegeben. Und irgendwann, diese gibt es schon so lange, dass diese Bakterien, die da drin leben, die heißen Buchnera amphidicola, quasi ihre ganzen Gene schon verloren haben. Das heißt, ein Bakterium mit dem kleinsten Genom, die können auch nicht mehr außerhalb der Blattlaus existieren und sind extrem stabil. Das heißt, das ist durch eine neue Kombination Blattlaus-Bakterium entstanden, sodass die Blattlaus dann sozusagen das fressen kann, was sie fressen muss. Und das gibt es halt seit 200 Millionen Jahren etwa. Aber es geht noch weiter, was kooperative Elemente gibt. Die Blattlaus kann auch durch ein sogenanntes Densovirus infiziert werden. Das Virus hat die skurrile Eigenschaft, wenn die Blattlaus von diesem Virus infiziert ist, dann kriegt sie Flügel. Also nicht die Blattlaus selbst, sondern die Nachkommen. Also wenn eine Blattlaus das Virus hat, dann legt sie Eier. Also bei Blattläusen ist es so, dass die Weibchen sich durch Klonen auch vermehren können. Und diese Klone kriegen dann Flügel und können dann wegfliegen von der einen Pflanze, die befallen ist, zur nächsten. Dort verteilen sie das Virus, mit dem sie infiziert sind, und geben dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, kriegen die Nachkommen dann keine Flügel. Und auf dieser neuen Pflanze ist dann auf der Oberfläche dieses Virus oder in der Pflanze drin. Und irgendwann ist die Dichte so hoch von den Blattläusen auf der neuen Pflanze, dass irgendeine Blattlaus sich wieder infiziert mit dem Virus, was dahin getragen worden ist. Und dann kriegen die Nachkommen wieder Flügel. Und so sorgt die Kooperation zwischen diesem Virus und der Blattlaus dafür, dass die Blattläuse immer wieder neue Pflanzen entdecken. Und das Virus wird auch so weitergetragen. Es ist also eine Kooperation zwischen einem Virus und einer Blattlaus. Und auch das ist nur entstanden, weil irgendwann diese Blattlaus mal infiziert worden ist mit einem Virus und dann ein Morphotyp generiert wurde, der Flügel hat. Ja, auch eine interessante Kooperation. Wer noch mehr darüber lesen will und auch ein paar von diesen Animationen, die ich gezeigt habe, ausprobieren will, der kann wieder das Buch lesen. Im Wald vor lauter Bäumen, das wurde ja schon erwähnt, da steht noch sehr viel mehr drin. Oder auf die Seite Complexity Explorables gehen, da kann man dann mit komplexen Modellen ein bisschen spielen. Und deshalb danke ich jetzt, bin am Schluss jetzt und danke allen für Ihre Online-Aufmerksamkeit.